Ernst Moritz Engert gilt als einer der anerkanntesten Meister der Scherenschnittkunst. Er wurde 1892 in Japan als Sohn eines Bankiers geboren. Um 1900 kehrt die Familie nach Deutschland zurück. 1907 begann er, angeregt durch einen Jahrmarktsbesuch in Rinteln, mit der Schere und schwarzem Papier zu arbeiten. Erste Bildschnitte seiner Familie und Mitschüler entstehen in dieser Zeit. Nach dem Kunststudium zwischen 1908 und 1911 lebt er abwechselnd in München, Berlin, Bonn und Darmstadt und macht sich als Scherenschneider durch expressive Silhouetten und Grafiken in bekannten Künstlerkreisen einen Namen. So fand er Aufnahmen in den renommierten Kreisen der rheinischen Expressionisten um August Macke in Bonn. Ebenfalls wurde in die Darmstädter Sezession aufgenommen, für die er das heute noch verwendete Siegel, den Bogenschützen, entwarf und schnitt. Engerts Werke umfassten Holzschnitte, Lithografien, Radierungen, Stift- und Pinselzeichnungen, aber vor allen Dingen Scherenschnitte. Mit der Schere schuf er Buchillustrationen, Märchen-, Tier- und Pflanzenmotive und weit über 2000 Porträts. Doch die größte Schaffensperiode seines Lebens gehörte dem Theater. Die schon 1928 geleistete Arbeit für die Bonner Printmedien setzte er von 1934 bis 1943 in Berlin fort. Im Auftrag verschiedener Berliner Tageszeitungen besuchte er, wie schon in Bonn, Theateraufführungen und hielt Szenen als Scherenschnitte fest, die dann in den folgenden Tagen die Berichterstattung der damaligen Berliner Medienwelt komplimentierten. In den 1950ern und den 1960ern schuf Engert für die Spielschar der Thielemann-Schule in Nürnberg Bühnenbilder, Kostüme und Plakate. Engerts Liebe zum Schattentheater findet sich bis heute in der Licht- und Schatten-AG der Thielemann-Schule wieder. Die Stiftung Ernst Moritz Engert bei der Kreisstadt Nürnberg an der Lahn wurde 1978 von dem Künstler selbst gegründet. Sie umfasst inzwischen über 1000 Werke, welche ständig im zweiten Obergeschoss der Kunstsammlung der Stadt Nürnberg ausgestellt werden.